sich über den Eis legen. Deswegen, es kann doch durchaus sein, dass wir die einfach übersehen haben. Das ist ja, selbst wenn die selten sind, es muss doch wenigstens mal eins auftauchen von den fünfen. Ich will eine Rune. Da hätte ich. Achso, die meinst du wovon es gar nicht? Nee. Vielleicht haben die sich alle vergraben. Oder wohnen die in den Bäumen? Ach nee, hier gibt's gar nicht so viel. Nach oben Bäume. Nee, so viele Ebenen gibt's ja gar nicht. Wenn es auf wenigstens mal mehr Ebenen gäbe, aber das gibt's ja alles, ne? Das Olli, wir sind Blumen. Ich bin der Luftschläger. Da fliegt was. Da fliegt was. Da fliegt ja tatsächlich was. Es gibt Tiere hier. Oh, ist das niedlich. Oh, wir haben ein Tier gefunden. Oh, ganz elegant vor mir lang geflogen. Oh. That's a light. Sein Lichtblick. Du Mücke, hau ab. Du fliegst nicht elegant vor mir lang. Guck mal, ich kann das auch, ich kann das auch. So ein eleganter Vogel und die Mücke. Auf jeden Fall hat mir dieses Tier jetzt etwas Hoffnung gemacht. Basieren kann hier drin wahrscheinlich nicht viel. Nee, wie viel Skills hat er denn? 3100. Platz 26. Ist doch ein bisschen was aufzuholen, ne? Aber du konntest ja nichts dafür. Hier haben wir auf jeden Fall Pflanzen. Bist du hier drin? Versteckst du dich hier? Geht mal über einen Stein, hebt man direkt wieder ab. Vielleicht muss man auch einfach nur eine Weile hier sein, dass die Tiere kommen. Also erstmal Haus bauen oder so. Zum Beispiel eine kleine Hütte. Jetzt, wo wir die Schlafsäcke schon haben, können wir auch noch die Hütte bauen, ne? Ja, das stimmt natürlich auch. Das TDS kostet ja auch ein bisschen was. Aber kostenlos wäre, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Weil das kann ja auch schnell mal dann dazu führen, dass dann Leute das TTS spammen wollen. Und das kann ja doch schon den Stream ganz schön kaputt machen. Ich glaube, einen Cooldown habe ich ja auch mit drin beim TTS, also man kann nicht direkt nacheinander. Ich sehe nichts, nichts hier. Sag mal, hier ist schon der Rückweg, ne? Ich lande immer beim Rückweg. Ich habe den Drang, wieder rauszugehen. So, da ist immer noch Olli. Mann. Der Vogel haut immer wieder ab. Ja, sie versucht es ja gerade. Wahrscheinlich. Oder will nur besehen, keine Ahnung. Aber den kannst du wahrscheinlich... Ich mach den Vogel gerade hinterher, Evo. Wahrscheinlich kannst du den auch nur passiv zähmen. Ja, da stand irgendwas, aber der fliegt immer so schnell weg, dass ich es nicht lesen konnte. Ich bin nicht so der schnelle Leser. Leg, was? Leg Nahrung in die letzte... Achso. Ja, passiv zähmen. Das ist dann anschleichen. Nee, der muss... Der muss Hunger haben und dann, oder glaube ich, die Biesten oder so. Ihr legt die Nahrung in den letzten Item-Slot zum Zähmen. Das heißt, wenn er Hunger hat, die Biester Bären. Hab Hunger. Hab Hunger.
Hab jetzt Hunger. Wehe, dann ist mir mein Bogen weg. Du hast mir hochgescheucht. Ja, ich bin hier schon weg. Scheuch ihn wieder runter. Los, du kannst auch schweben. Hinterher mit dir. Der Vogel leuchtet. Nicht so schweben, hat sie gesagt. Wenn man den Vogel auf der Schulter sitzen hat, hat man automatisch eine Taschenlampe bei. Hallo, da bin ich. Man kann halt doch nicht springen, ne? Wenn ich schwebe, wackelt links nicht alles so sehr. Ob die Brücke mich hält? Ist der Vogel weg? Ja, der Vogel ist voll abgehoben. Und der kleine blaue hier auch. Ach, da oben ist er doch. Die Brücke scheint mich zu halten. Ich hab Hunger. Beeren hast du ja genug, ne? Ja, die hab ich oft nur liegen. Hier ist es schön, hier kann man ganz einfach absteigen. Man schwebt einfach davon. Feather, Leute. Ist er wieder davon geflogen. Und der Federleicht ist davon. Federleicht schwebt er davon. Leid nicht das Licht? Leid ist auch leicht. Achso. Denkt dann, wenn ihr was seht. Cool. Gebt Bescheid. Am Ende haben die Angst vor den ganzen Raubtieren, die ich hier platziert habe. Und deswegen haben sie sich alle versteckt. Genau. Weil du bist das größte Raubtier von allen. Ja. Aber auch das niedlichste. Möglicherweise. Ich kann mal gar nicht runterfallen. Nee? Nee, ich kann gar nicht weiter nach vorne laufen. Also. Schweben geht auch nicht. Hm. So, ich bin in der Luft. Jetzt? Geht nicht, dann lande ich wieder. Achso. Ich wollte gar keine Angst haben, ich kann einfach entlang. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich kann zum Dunst zurückhalten. Jetzt gibt's an einer Stelle ein Loch. Ja. Das Loch in den Endgroßen, Endgroßen. In den endlosen Abgrund. Man hat denn der Vogel eigentlich mal Hunger? Du fliegst die ganze Zeit, du musst immer Hunger haben. Er hat wahrscheinlich nie Hunger. Er hat sich ja schon Zeit gelassen mit Auftauchen. Baum weg. Baum weg. So, haben wir hier irgendwas? Wasserfall. Da ist ein Wasserfall. Der Wasserfall hat einen totalen Knall. Und der schwimmt da drin rum. Sehr ruhig. Ich muss aus meinem Weg finden. Ich bin nicht abgehoben. Ich gehöre hier hoch. I belong on top. Ich hab doch meinen Topf verloren. Wo ist denn der Deckel? So, du Baum. Wechsel noch kurz. Der Vogel hat einfach keinen Hunger. Dann hat er halt keinen Hunger. Soll ich nochmal abschießen? Du triffst doch eh nie. Ich nehme auch Betäubungspfeile. Habe ich welche mit dir? Ja,
Vogel! Der tanzt in der Luft. Und kackt. Er kackt in der Luft. Hast du dir in den Fuß geschossen? Ja, schießen ist wahrscheinlich dann auch nicht so gut. Ist ja klar, schwebt ja alles, ne? Ja, wir sind göttlich, Evo. Wir können schweben. Du schwebst von daher. Erwischt. Oh, armes Vieh. Ist schon betäubt. Bewusstlos. Oh, liegt doch hier. Aber vielleicht, wenn er wieder aufwacht, ist er dann hungrig. Was hat's ja geholfen. Das wäre sehr schön, wenn das geholfen haben könnte. Ach ja, ein paar Fundamente. Was nehmen wir für Fundamente? Stroh, ne? Ja, Stroh sollte ausreichen. Hast du noch Stroh? Ich habe mir gerade eben durch Baumfällen Stroh geholt. Achso. Mal Fundament zu. Ich, ist gerade alles ein bisschen viel hier. Hier, das ist Fundament. Das ist aber das. Wo sind denn die Stackable-Fundamente hin? Hier. Oh, ich kann nur 4, okay. Und reichen die 4 für den Anfang? 1, 2, 3, 4, solange du den nicht übereinander stapelst. Deswegen hab ich die ja genommen. Wie ich sie übereinander stapeln kann. Ach nee, ist bei Stroh, ist ja doof bei Stroh. Sieht dann komisch aus. Hier, wir verbauen das jetzt hier. Meinst du, setzen die Hütte direkt hier dazwischen? Mitten rein. So, wir setzen mal jetzt irgendwo. Wenn ich mich jetzt von dem Vogel wegbewege, finde ich ihn nie wieder. Nee, muss ich wahrscheinlich ernten direkt, ne? Ja, sind Fasern und Harz. Harz? Harz. Ach so, was du dort einsammelst. Ja. Und jede Menge Stroh. Da brauchst du doch. Wie viel kann man herstellen? 11 Stück. Brauche ich auch zu viel? Ich muss auf jeden Fall übereinander setzen, weil hier geht es plötzlich nach unten. Achso. Hier, ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber. Das ist so, wenn man hochbauen will, ne? Hier braucht man dann nicht mal eine Treppe, man kann einfach reinschweben. Das stimmt. Ich muss euch mal. Ich kann ja alle nehmen, ne? Jo. Ihr müsst mal ein Stück hier rüber. Kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Nach dem Video über das neue Spiel total bekannt: Schwertsteinkeule. Das heißt dann nicht mehr Schere, Stein, Papier, nein, Schwertsteinkeule. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.